So, Kamera und Mikrofon sind drauf und bitte. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute unseren Mitgliederabend für November zu eröffnen. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass neben mir Dieter Franke sitzt, Jahrgang 1935, in Berlin geboren. Und ich bin 2020 auf ihn aufmerksam geworden, weil seine Buchpublikation im Tagesspiegel erörtert worden ist und alles, was so mit Berlin, Kriegs- und Nachkriegszeit zu tun hat, es fällt so in mein Interessengebiet. Das habe ich Ihnen gar nicht gesagt, Herr Franke. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe Berlin 45, die sich also intensiv mit diesen Geschehnissen beschäftigt. Und mit einem Arbeitsgruppenmitglied haben Sie auch schon guten Kontakt aus Mainz, nämlich der Robert Kraska. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag und Sie haben ja einen kleinen Bericht über Ihre Zeit hier von 1940 bis 1949 hier niedergeschrieben und ich persönlich finde es eigentlich auch sehr gut, gerade für die Nachgeborenen ein bisschen in das Thema reinzukommen. Ja, liebe Vereinsmitglieder, ich möchte es auch nicht versäumen, dass der Herr Franke Unterstützung mitgebracht hat hier im Raum. Das ist nämlich seine Frau, Schwägerin und Enkel, ja, ist Enkelin, so muss ich sagen. Das ist natürlich sehr schön und wir halten uns natürlich alle an die Hygienebestimmungen. Und ich denke, jetzt habe ich genügend geredet. Sie sind ja extra aus Düsseldorf hierher gekommen und wir lauschen Ihren Erörterungen. Herr Franke. Ja, Herr Wedemeyer, herzlichen Dank und ich bedanke mich sehr, dass ich hier heute sprechen kann. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Die Dinge, die ich Ihnen heute berichten werde, die haben sich hier ganz in der Nähe abgespielt. So etwa 1 Kilometer die Brunnenstraße runter in die Rosenthaler rein. Und da wird das die Hauptsache von dem, was ich heute hier erzähle, was ich lese aus meinem Buch, sich abgespielt haben. Ganz kurz, wie das Buch entstanden ist. Das heißt also Berlin-Rosenthaler 68. Ich habe vor etwa 3 Jahren aus einer anderen Hinterlassenschaft eine große Schatulle in die Hand bekommen. Und in der Schatulle habe ich gefunden Briefe und Fotografien von meinen Großeltern und von deren Kindern. Und das hat mich gereizt. Ich war selbst natürlich in der Familie drin, als Kind damals, meine eigenen Erinnerungen quasi mit deren Schriften und Fotografien aus dieser Zeit so ein bisschen zur Deckung zu bringen. Und das hat mich eigentlich so veranlasst, eben dieses Buch zu schreiben. Mancher von Ihnen kennt wahrscheinlich den alten Garnisonfriedhof, der ja hier die Straße runter ist, dann links von der Rosenthaler. Und dort beginnt das Buch. Und ich darf jetzt mal kurz anfangen mit diesem ersten Kapitelchen. 1043 Menschen im Jahr 1945 vom Deutschen Roten Kreuz sortiert, gezählt. Erstaunlich, was damals im April und Mai noch funktionierte. Hier im Feld 4, im Feld 6 vom alten Garnisonfriedhof in Berlin liegen sie. Geordnet in 4 Massengräbern. Schreiten wir sie mit 1 Meter Schritten ab. Das erste misst 2x26, das zweite 2x20. Die Gräber 3 und 4 sind kleiner, sie kommen auf jeweils 2x14 Schritte. Liegen die Skelette neben oder übereinander? Nehmen wir an, nebeneinander. Denn in jenen Tagen war es vermutlich einfacher, flache als tiefe Gräber zu schaufeln. Das ging sicher per Hand. Bagger gab es dafür wohl nicht. Doch halt. Wenn richtig gerechnet, kommen wir auf insgesamt 148 Quadratmeter. 52 plus 40 plus 2 mal 28. Das wären dann pro tote Person knapp 0,2 Quadratmeter. Also dann. Doch übereinander. Und das in 3 oder 4 Schichten, wie wenig Raum es braucht, um ausgelöschte Leben zu bestatten, zu verscharren und ungelöschten Kalk dazwischen. Schauerliche Schufterei.
Bomben und Granaten haben die hier zerrissen, zusammenbrechende Mauern erschlagen, Rauch und Feuer erstickt, verbrannt. Bei manchen brachte wohl der bloße Todesschrecken das Herz zum Stillstand. Was ein halbes Jahrzehnt lang über andere Länder hereingebrochen war, fand nicht nur in Berlin seinen furchtbaren Widerhall. Auf schwarzen Steinplatten sind die Namen herausgemeißelt, von Konstantin Amende bis Walter Zullichau. Aller Weltsnamen, Gertrud Hinze, Gerhard Schmidt, Otto Müller gibt es doppelt, der eine 1874, der andere 1903 geboren. Und Ungewohnte, Maria Czarnecka, Erich Lutzenat, Christine Steputat. Bei manchen fehlt der Vorname, dann steht da Frau Koller, Herr Griese. Zuweilen war aber selbst Herr oder Frau am Leichnam nicht mehr auszumachen. Hammschild. Hier ist außer dem Familiennamen nur noch das Lebensende einigermaßen sicher. Ende April 1945. Ebenfalls ohne Vornamen und Geschlechtszuweisung Buntschuh, Hoffmann. Bei beiden dazu Kind. Todesangabe jemals April, Mai 1945. Zu dieser Zeit war ich 9,5 Jahre alt und lebte nur 150 Schritt von ihr entfernt im Keller der Rosenthaler Straße 68. Mit dem Hinweis Kind könnte ich auch hier liegen, bei guter Chance sogar mit meinem Vornamen. Auf einem schwarzen Stein ist zwischen Wilhelm Fischer und Willi Grünberg ein Ernst Franke verzeichnet, mit mir weder verschwägert noch verwandt. Mit meinem Dieter wäre ich alphabetisch direkt vor ihm platziert, auf dem Stein, im Grab dann wohl auch immer. Selbst seltsam an dieser Stelle, gut 7 Jahrzehnte später, darüber nachzusinnen. Ein volles, langes Leben weniger hätte stattgefunden. Ein rundes Dutzend Menschen wäre nicht in dieser Welt. Nur 255 Namen sind notiert. Für 788 der Toten gilt unbekannt. Wer trauerte um sie? Zu diesen Namenlosen sind die anderen Grabmale des alten Garnisonfriedhofs der Kontrast. Auf steinernen und gusseisernen Kreuzen, geschmückt mit Säulen, Urnen, Engeln, auf Marmor und Granit, mit präzisen Daten zu Geburt und Tod, wird lang dahingeschiedener preußischer Offiziere gedacht. Barock, Klassizismus, Neugotik und Historismus sind, vom letzten Krieg lädiert, vertreten, einiges nach Entwürfen von Schinkel oder Söller. In welchen Köpfen leben diese Toten noch? Wenn jetzt, anno 2019, Major Franz Heinrich von Barfuß, Oberstleutnant und Platzmajor Karl Ludwig Friedrich von Gontar oder gar Generalleutnant Ludwig Matthias Nathaniel Gottlieb von Brauchitsch aus seinem Grab aufstünde und über die Friedhofsmauer blickte, könnte er lesen, Soldaten sind Mörder. Das verkündet mit großen Lettern die heruntergekommene Fassade eines immer noch besetzten Hauses an der Ecke zur Linienstraße. Wenn es so einfach wäre. Heute Morgen war ich nochmal auf dem Garnisonfriedhof, habe es nochmal angeschaut. Und Soldaten und Mörder sind, Mörder steht immer noch in der Linienstraße an der Mauer. Man kann heute noch nachlesen. Da kann man sehen, wie lange Sprüche überleben können. Zu besichtigen ist aber auch noch unser Haus in der Rosenthaler Straße 68. Es ist von 1880 etwa und ist das einzige Haus in dieser Straßenzeile, was noch steht. Neben der ganzen Straßenzeile sind neue Gebäude, moderne Gebäude. Und unser Haus ist also das einzige, was diese turbulenten Zeiten überlebt hat. Altmärkischer Hof hieß Frankes kleines Hotel in der Rosenthaler Straße 68. Den Namen las man in altväterlicher Schrift auf Milchglasscheiben in einem beleuchteten Kasten über der Eingangstür. Jahrzehnte später klemmte in dem verrosteten Eisenrahmen ein gelber Plastikeimer mit grüner Aufschrift I.M. Eimer. Ein schönes Symbol. Die DDR war im Eimer und mit ihr die Heerschar der informellen Mitarbeiter. Dafür erwachte das Haus zu neuem Leben. Doch das ist eine andere Geschichte. Eine von Hausbesetzern, Hasch
und heißen Nächten. Kam man durch die Tür ins Treppenhaus, wies ein gefiederter schwarzer Pfeil auf weißem Emailleschild an der Wand links nach oben. Dazu Hotel. Warum französisch? War es eine Absteige? In den Kriegsjahren wohl nicht. Kurz danach wohl schon eher. Im ersten Stock ging's in unsere Wohnung und auch ins Hotel, das noch die oberen Etagen und den rechten Seitenflügel vom Haus einnahm. Die Treppe hinauf hatte einen breiten, gekehlten Handlauf aus dunklem Holz, sehr glatt. War kein Erwachsener in Sicht, rutschten wir Jungs den mit Karacho runter. Eine Kunst, im Zwischenstock richtig die Kurve zu kriegen. Das fanden wir Knorke. Geil hieße das heutzutage. Unten kam man nach hinten in den Hof, kurz davor hinunter in den Keller, von dessen Stahltür mit ihren beiden großen Schließhebeln und den Stufen in die Tiefe träumte ich in späteren Jahren oft. Da war flackernde Dunkelheit mit verschwommenen Gestalten, das pressende Gefühl von Enge und Ersticken, ein Absacken in immer tiefere Gelasse. Die Zeit der Bombennächte in den finsteren Räumen hatte ihre Spuren in meinem Kopf hinterlassen. Im Hof standen braune Mülltonnen und eine Teppichstange, an der wir turnten. War da nicht auch ein Baum? Mit Blick zurück nach oben sah man unser Küchenfenster. Omi, wirf mal eine Stulle runter. Das tat sie auch, eingewickelt in Zeitungspapier. Ich teilte sie mit Kurtchen Geisendorf, dem Freund. Der wohnte im Hinterhaus mit Mutter und 4 oder 5 Geschwistern. 1997 besuchte ich mit Frau und Tochter und mit Freunden später nochmal den I.M. Eimer. Das war also ein besetztes Haus. Vom Keller bis unters Dach drängte sich die Menge. Wände und Zimmerdecken waren schrill gestrichen. In unserem großen Wohnzimmer spielte eine Band. In anderen Räumen lagert man auf ausrangierten Sofas und Matratzen. Es war laut und bizarr, die Luft zum Schneiden. Und trotzdem entdeckte ich mancher Ecke Erinnerungsdetails. So zum Beispiel gibt es von mir ein Foto, als ich in die Schule kam, mit einer großen Schultüte, die man damals hatte. Und da stand ich und da heute spielte eine Band. Müsste ich mir vorstellen, dann kommt seine eigene alte Wohnung als Kind und dann ist da High Life. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Meine Schulkarriere startete 1942. Es muss die heutige Kastanienbaum-Grundschule in der Gipsstraße 23a gewesen sein, wenn mich der Blick auf Stadtplan und meine räumliche Erinnerung nicht täuschen. Wenn einmal in der Schulstunde Fliegeralarm gegeben wurde, hieß es, alle, die in der Nähe wohnen, ganz rasch nach Hause. Dann rannte ich links in die Gipsstraße, entlang bis zur Rosenthaler hin, wieder links bis zur Nummer 68 und da hinunter in den Keller. Eine besondere Bildungsmaßnahme der Schule lässt sich im Nachhinein zeitlich recht gut eingrenzen. Es war ein Tag zwischen dem 8. Mai und dem 21. Juni 1942, an dem die Ausstellung »Das Sowjetparadies« zu besuchen war. Im Lustgarten vor dem Berliner Dom wurde in aufgestellten Baracken oder Zelten gezeigt, wie man sich das Leben in diesem Paradies vorzustellen hatte. Etwelche Folterkammern beeindruckten sehr. Da stand in einer Zelle eine angekettete Figur bis zu den Knien im Wasser. In einer anderen wurde ein Halbnackter geprügelt. In den nächsten war einer an den Armen aufgehängt. 1,3 Millionen Besucher sahen sich das an. Sie konnten so erfassen, was nicht nur in Russland die GPU, sondern auch im eigenen Land und anderswo Gestapo und SS an Werk und Feiertagen trieben. Zu unserer Jungensklicke gehörten außer Kurtchen und Bubi noch Horst und Härchen. Einer aus unserer Clique war etwas älter als wir, so 11 oder 12 Jahre. Und Bumpf dazu, also im deutschen Jungvolk, das zur HJ, zur Hitlerjugend gehörte. Wie hieß er? Hermann vielleicht? Nehmen wir mal diesen Namen. Hermann imponierte. Braunes Hemd, schwarze kurze Hose, Koppeln mit Schulterriemen, HJ-Fahrtenmesser mit Hakenkreuzraute im Griff an der Seite. Kurtchen, Bubi und ich sitzen mit Hermann zusammen. Es ist am frühen Abend und er ziemlich abgekämpft. Missmutig hält er eine große Sammelbüchse auf den Knien. Damit hat er über den lieben langen Tag Geld gesammelt für das WHW, das Winterhilfswerk. Und morgen nochmal, stöhnt er. Ich sofort,
Mensch, lass mich das doch machen. Kurz und knapp, am nächsten Tag steht der Dieter in der geliehenen Uniform, aber ohne Fahrtenmesser, das wollte Hermann nicht hergeben, vor dem alten Museum am Lustgarten und sammelt. Eine kleine Spende für das WAW, Rasseschlag mit der Büchse. Eine kleine Spende für das WAW, Rasseschlag. Die Uniform war natürlich zu groß, deshalb die Ärmel hochgekrempelt, der Hosenbund oben nach innen geschlagen und mit dem Koppel darunter zusammengezort. Das gab sicher eine unglückliche Figur ab, aber der Akteur wirkte wohl gerade deshalb süß. Soldaten salutierten scherzhaft, die eine oder andere Dame tätschelte ihm die Wange, es wurde fleißig gespendet. Abends lieferte ich Hermann die Sammelbüchse wohlgefüllt ab und gab ihm mit Bedauern seine Uniform zurück. Mein Vater steckte damals ebenfalls in der Uniform und das war nicht lustig. Zuerst in Frankreich und dann in Russland. Auch seine Briefe an seine Mutter waren mit in dieser Schatulle drin und die las ich auch. Er war damals dann Ende 20 und er schrieb am 25. Juni 1943 einem Kameraden, diktierte er diesen Brief an seine Mutter. Liebe Mama, wirst erstaunt sein, dass ein anderer für mich schreibt. Ich bitte dich, erschrecke nicht. Mich hat das Schicksal hart angegriffen. Bin bei einem Spättrupp auf eine Mine gelaufen. Es war genau 11:45 Uhr in der Nacht, vom 15. zum 16. Juni. 3 Kilometer von unserer Stellung entfernt lief ich als erster Mann vorn auf eine russische Mine. Der zweite Mann vom Spättrupp hinter mir, mein Kamerad Faunhauer, verlor den linken Fuß. Wir waren hinter den russischen Stellungen. Um 11:45 Uhr lief ich auf die Mine und um 6:30 Uhr morgens wurde ich amputiert. Bis dahin war ich fast immer bei voller Besinnung. Meine Furcht war, dass ich verblute, da mein Bein von der Mine gleich bis zum Knie abgerissen wurde, samt Stiefel war alles weg. Das Blut schoss nur so heraus. So lag ich da. Es dauerte lange, bis sich 2 Mann bis zu mir vorwagten, denn alle hatten nach der Explosion Angst vor den anderen Minen und trauten sich nicht bei mir hin. Ich wusste aber, dass der dritte Mann ein guter Kamerad von mir war. Alle waren schon im Begriff, sich zurückzuziehen, so wäre ich da liegen geblieben. Da rief ich 3-mal Rudi, da blieb er stehen, er konnte nicht mehr mit den anderen weglaufen. Und so griff er sich noch einen Soldaten und dann kamen sie vorsichtig zu mir hin und holten mich. Inzwischen hat der Spättruppführer die Leute gesammelt und so war ich gerettet. Obwohl ich in den nächsten 1,5 Stunden behelfsmäßig abgebunden war, verlor ich immer noch Blut. Erst in der Stellung nach 3 Kilometer Weg durch Sumpf und Wald in der Nacht wurde ich von einem Arzt und von dem Zuggefechtsstand erst richtig abgebunden. Nun erst kam die Blutung zum Stehen. Dann bekam ich viele Spritzen. Dann wurde ich mit einem Schlauchboot 12 Kilometer auf dem Fluss gefahren. Dann kam ich in ein Krankenauto und nach 1 Kilometer war ich endlich auf dem Hauptverbandsplatz. Um 6:30 Uhr in der Früh wurde ich operiert. Ich hatte Glück, denn der Arzt, der mich amputierte, war im Zivilleben bekannter Spezialist für Amputationen. Mein Bein wurde eine Handbreit oberhalb des Knies abgenommen. Nach der Operation bekam ich eine Bluttransfusion. Das heißt, ich bekam Blut in den Körper, weil ich so viel verloren hatte. Die ersten 10 Tage kann ich dir nicht beschreiben. Schmerzen, Herz und so weiter. Aber nun bin ich schon bedeutend besser daran. Ich habe noch den Mut zum Leben und ich habe meine Pflicht erfüllt. Kann man die eigene Todeschance sachlich erschildern? Nüchterne Klarheit ist wohl auch eine Möglichkeit, Verzweiflung zu bewältigen. Auch wir in der Rosenthaler blieben nicht verstohnt, aber das ging glimpflicher ab. Ein kurzer, harter, trockener Doppelschlag. Plötzliche Finsternis und Stille, dann einstürzende Geräusche, Wimmern und Geschrei, Ruhe verdammt von einer Stimme. Im Licht von Taschenlampen weiße Gesichter im dichten Staub, doch keine Panik. Aufgeschlagen wird ein Durchbruch zum Keller im Nachbarhaus. Da geht es hindurch, ohne viel Gedränge. Einige haben einen Koffer oder Rucksack dabei. Wie viele Menschen waren wir? 20, vielleicht 30?
An eigene Angst kann ich mich nicht erinnern. Großmutter notierte in ihrem kleinen Kontobuch 18. März 1945 mittags 12:30 ausgebombt. Bei aller Zerstörung, ausgebombt im eigentlichen Sinn, also alles verloren haben, vor dem Nichts stehend waren wir nichts. Nicht der größte Teil des Vorderhauses und damit die Wohnung und die meisten Hotelzimmer hatten noch Bestand. An diesem Sonntag warfen mehr als 1200 Flugzeuge der US Air Force an die 4000 Tonnen Bomben über Berlin ab. Bringen wir diese Bombenmasse einmal auf menschliches Maß. Es handelt sich um 80.000 Zentner, also 4 Millionen Kilo. Berlin hatte in diesen Tagen etwa 3,1 Millionen Einwohner. Ergo entfiel buchstäblich pro Kopf ein Bombenanteil von 1,3 Kilo. Die aktuelle Splitterhandgranate der Bundeswehr wiegt 450 Gramm, also 3 Handgranaten je Berliner. Nach dieser Rechnung entfielen auf mich und meine Großmutter insgesamt also 6 Handgranaten. Erstaunlich, was man so alles aushält. Irgendwann in den 5 Wochen zwischen Bombeneinschlag und dem Beginn der Straßenkämpfe in Berlin ein seltsamer Gang. Ich allein von der Nummer 68 hin zur Siegessäule und wieder zurück. Aus welchem Antrieb heraus? Vielleicht eine Mischung von Bewegungsdrang, Neugier und Abenteuerlust. Es ging zunächst vom Hackschen Markt, dann unter der S-Bahn hindurch zur Friedrichsbrücke und am neuen Museum vorbei. Vor der S-Bahn-Trasse standen links oben auf einer Hausruine Reste von Statuen. Das waren vermutlich allegorische Figuren, die Börse oder Deutsche Bank geziert hatten. Beim neuen Museum der Blick rechts auf die zum großen Teil zerstörten Säulen der Kolonnaden davor. Die noch aufrecht stehenden Säulen wiesen bei meinem Gang zwar Wunden durch Bombensplitter auf, aber MP-Einschusslöcher noch nicht. Die Russen kamen erst ein paar Tage später. Über die Eiserne Brücke, dann zur nicht mehr Prachtallee unter den Linden. Nur wenige Menschen weit und breit. Das Wetter traurig. Niemand fragt mich, was ich hier will. Bis zum Brandenburger Tor sind hoch über die Straße riesige Netze mit Attrappen von Baumspitzen obendrauf gespannt. Die sollen die breite Straßenachse kaschieren und den anfliegenden Bombergeschwadern die Orientierung erschweren. Viel geholfen hat es nicht. Dann weiter durchs Tor, den langen Weg durch den Tiergarten bis zum Großen Stern und durch eine der Fußgängerunterführungen zur Basis der Siegessäule. Da unten war es finster, die sonst vorhandene Beleuchtung natürlich demoliert. Von der Rosenthaler 68 bis dorthin sind es 5-6 Kilometer. Geradezu surreal, was der 9,5-Jährige da tat. Aber es war kein Traum. Die Detailerinnerungen sind zu scharf. Den vorletzten Berlin-Marathon lief ich 2011 zusammen mit Enkel Leo. Enkelin Lara machte auf den letzten Kilometern mit. Vom Start beim Brandenburger Tor ging es hin zur Siegessäule, dann über viele Straßen durch die Stadt und zum Schluss zum Anfang unter den Linden durchs Tor ins Ziel. Zehntausende waren unterwegs und Hunderttausende säumten die Strecke. Das 1945 als Fata Morgana? Bei uns in der Rosenthaler traten draußen zwischendurch seltsame Pausen ein. Keine Schüsse, keine Detonationen. Das konnte halbe Tage dauern und wurde genutzt, um irgendetwas zu organisieren. Entweder aus der eigenen Wohnung oder auf den Straßen. Wo es so etwas zu holen gab, das sprach sich rasch herum. Es muss eine wirksame Kommunikation gewesen sein, die dafür sorgte. Kurtchen und ich streunen mit, als es einem Nachmittag heißt, es liegt da ein krepiertes Pferd. Mitten auf dem Rosenthaler Platz steht ein Geschütz. Das Rohr weist steil nach oben. Deutsche Soldaten sitzen dabei und rauchen. Es war keine Flak, wahrscheinlich eine Haubitze. Mit der konnte man sowohl über die Häusertrümmer hinweg als auch flach die Straße entlang geschossen werden.
Dann geht es mit uns rechts den Weinbergsweg hoch und da liegt links das Pferd mit seinem Kopf und offenen Augen auf dem Bürgersteig. Der vierrädige Karren, der es vorgespannt war, umgestürzt dahinter. Am Körper hantieren 3, 4 Menschen. Von uns kommt ein älterer Mann und eine Frau hinzu. Wo hatten die nur die großen scharfen Messer her, mit denen sie das Fleisch herausschneiden? Nur wenige Meter dahinter steht ein Panzer quer, eine der breiten Ketten zerschossen. War das ein russischer T-34 oder ein deutsches Modell? Die Luke oben steht offen, ich mit Kurtchen hinein. Da drinnen wirkt es sehr aufgeräumt. Vorn ein gepolsterter Sitz, davor ein halbes Steuerrad, in Kopfhöhe eine Sicht, die Sichtluke. Das war sicher der Platz vom Fahrer. Von oben hängt eine Vorrichtung herunter, je ein Griff links und rechts daran. Damit lässt sich das Gerät hin und her drehen. Schaut man in den Sehschlitz zwischen den Griffen, sieht man die Straße da draußen. Ein Periskop. In einem Gestell liegen in Fächern die Granaten, die Hülsen glänzen. Der Batzen Pferdefleisch simmerte zerschnitten lange Zeit in einem großen Topf auf dem Kanonenhof. Unten bei uns im Keller. Man gab vermutlich Zwiebeln und Gemüsereste dazu. Unser Cheval blieb zwar etwas zäh und schmeckte aber warm und köstlich. Genau 75 Jahre später, 2020, kam ein Ausschnitt dieser Erinnerung buchstäblich wieder zur Gestalt. Was ganz Ungewöhnliches. Ich bekomme einen Anruf. Guten Tag, Herr Franke, mein Name ist Kraska. Guten Tag, Herr Kraska. Ich habe Ihr Buch gelesen, gerade diese Szene da auf dem Rosenthaler Platz mit der Kanone, das ist ja sehr beeindruckend. Dann fragt er mich, Herr Franke, wollen Sie ein Foto von der Kanone? Ich sage, wollen Sie ein Foto von der Kanone? Ja, klar. Und dann sagt er, dann schreiben Sie an anderer Stelle was von einem Patzer umgekippt in einem U-Bahn-Schacht. Wollen Sie auch davon ein Foto? Sag, ja, schicken Sie mal. Dann kamen die Fotos und das hier das Foto vom Rosenthaler Platz mit der Haubitze. Und es ist wirklich eine Haubitze. Das wusste ich damals nicht. Ich war also irgendwann mal bei der Bundeswehr, weiß inzwischen, was eine Haubitze ist, und habe dann aus meiner Erinnerung raus, großes Rohr, es muss eine Haubitze gewesen sein. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie unwahrscheinlich es ist, wenn man mit 85 Jahren die Erinnerungen von 9,5-Jährigen zu Papier bringt und das Dings, was man im Kopf hat, auf einmal Gestalt annimmt. Der einzige Unterschied von meiner Erinnerung ist hier, die Haubitze hat hinten 2 Achsen. Die werden zusammengenommen, um die dann abzutransportieren. Als ich die Haubitze sah, waren diese beiden Achsen auseinander ins Pflaster gerammt, als Widerlager für den Rückstoß der Kanone. Also so kann auf einmal, und deshalb sitze ich übrigens auch hier beim Unterweltenclub, weil ich dann den Herrn Kraska fragte, hören Sie mal, wo haben Sie das alles her? Ich sagte, ja, ich bin Mitglied vom Unterweltenverein und deshalb sitze ich sehr, sehr gerne hier. Noch ein Erlebnis im Keller der Rosenthaler 1860 steht mir vor Augen. Es muss in den letzten Apriltagen 1945 gewesen sein. Die Straßenkämpfe in unserer Gegend näherten sich dem Ende und sowjetische Soldaten durchkämmten systematisch Häuser, Trümmer und Keller. Wir, die restlichen Bewohner unserer zerschossenen 68, lebten seit Tagen unterirdisch. Omi mit mir und einigen anderen in der früheren Hotelwaschküche, im anschließenden Kellerraum nochmal so an die 10, 12 Personen und dann in einem kleinen Gelass mein Vater. Er war der einzige Mann dies seit der 60 Jahre. Insgesamt hockten zwischen 20 und 30 Menschen da unten, fast alles Frauen und Kinder. Die Beleuchtung war trübe. Baumelten einzelne Glühbirnen an der Decke oder brannten Kerzen, Petroleumlampen. Wahrscheinlich gab es keinen Strom in diesen Tagen. Durch die vielen Balken, die die Decke abstützten, wirkte das ganz verwinkelt, höhlenartig. Die stählerne Luftschutztür oben an der Treppe war zugehebelt. Die Schüsse und Detonationen draußen wanderten weiter und waren schließlich kaum noch zu hören. Dann,
Dumpfe Schläge an die Tür. Irgendetwas wird gebrüllt und die Tür geöffnet. Drei Soldaten mit braunen Umhängen kommen die Stufen runter, die Kalaschnikow am Riemen um den Hals, auf uns gerichtet. Die sah ganz anders aus als die heutzutage. Sie hatte eine runde Munitionstrommel. War übrigens in Klammer, für mich feststellt auch keine Kalaschnikow. Die hatten einen anderen Modellnamen. Das wusste ich da noch nicht. Die drei verteilten sich, gehen von einem zum anderen. Fragen ständig, Soldat, Soldat. Uns Kinder beachten sie nicht. Dann hin zum zweiten Kellerraum. Dieselbe Prozedur. Freund Kurtchen und ich vorsichtig hinterher. Sie kommen in das Gelass, in dem mein Vater liegt, allein, zugedeckt auf einem Feldbett. Soldat, er richtet sich halb auf, schlägt die Decke zurück, bewegt seinen Stumpf mit dem abgeschnittenen und zugenähten Hosenbein. Alle drei sehen genau hin. Dann einer von ihnen, du Kamerad. Der zweite greift unter seinen Umhang, holt eine zerdrückte Zigarettenpackung heraus, gibt Heinz 2, 3 Zigaretten. Dann grinst der Kurtchen und mich an, hält uns Neunjährigen die Packung hin, wir ziehen jeder eine Papirossi raus. Die drei Ruskis drehen ab, verschwinden nach oben. Mein Vater lehnt sich entspannt zurück und sagt zu uns, jetzt zeige ich euch ja was. Er dreht und knickt das Pappmundstück der Zigarette vor dem Tabakteil ein, zündet sie per Streichholz an und raucht. So geht das. Kurtchen und ich verschwinden, unsere Zigaretten in der Tasche. Später haben wir die Zigaretten mit meinem Vater als Vorbild tatsächlich geknickt und geraucht. Es war abends, wir saßen draußen im Dunkeln und bliesen kleine Wölkchen in die Luft. Unsere allererste Zigarette. Ein richtiger Raucher bin ich nie geworden. Unvergesslich aber der plötzliche Umschwung von Bedrohung zu so etwas wie Gemütlichkeit. Für mich selbst finde ich übrigens sehr bemerkenswert, dass bei all diesen Erlebnissen, die natürlich auch ihre Härte irgendwo hatten, bei mir kein Trauma vorhanden ist. Ich bin nun also selbst Psychologe und habe also das Werkzeug, um also meine eigenen traumatischen Dinge zu erkennen. Ich habe aber nachgeguckt und habe also da nichts gefunden. Offenbar hat ein Kind dann manchmal dann doch die große Gnade, das spannend zu erleben und dann auf diese Weise zu verarbeiten. Es gibt sicher viele, die also traumatisch da geprägt sind, gar keine Frage. Aber es gibt auch andere, die da anders mit zusammen zurechtkommen. Noch so ein Erlebnis. Wir zwei Freunde ziehen am Tag durch die nahen Straßen. Wo gibt's Straße? Von der einen Seite und die Weinmeisterstraße von der anderen in die Rosenthaler mündend, erstreckt sich eine Barrikade. Die war von Granaten zerrissen und rauchte noch schwach an einigen Stellen. Auf dem Bürgersteig davor sitzen drei Russen mit ihren Maschinenpistolen quer über den Knien auf großen Mauerbrocken. Sie bewachen ein paar Frauen und ältere Männer, die den Barrikadenschutt beiseite schaufeln müssen. Wir beide drücken uns hinter den Soldaten vorbei. Sie beachten uns kaum. Hinter der Barrikade liegen zwei braun-schwarze Bündel, jedes etwa so groß wie ein Schäferhund. Zu erkennen sind geschrumpfte und zusammengezogene Gliedmaßen, Köpfe mit geblecktem Gebiss. Die hatten hier wohl gekämpft und waren umgekommen, verbrannt. Ein leichter Geruch nach Verbratenem. Wir kommen durch die Weinmeisterstraße in die Münzstraße, eingebrochen in einem U-Bahn-Schacht, ein ausgebrannter Panzer. Wir kehren um und gelangen durch die neue Schönhauser Straße zu den Hackschen Höfen. Hier herrscht einiges Gedränge. Die meisten Häuser sind kaputt, einige Erdgeschosse und Etagen aber noch intakt. Leute gehen rein und raus und andere kommen heraus, bepackt mit irgendwelchen Sachen. Kurtchen und ich stöbern auch darin herum. In einer Ecke hängen Mäntel und Jacken auf einem Kleiderständer. Ich packe mir was davon und ziehe damit nach Hause. Es sind drei Mädchenmäntel, wie Omi feststellt. Sie werden in den nächsten Tagen gegen irgendetwas eingetauscht. Normalerweise nennt man so etwas Plündern.
In diesen ersten Tagen nach der Waffenruhe war es aber ganz normal, sich zu greifen, was herrenlos oder unbewacht herumlag. In jenen Tagen lockerten sich bei vielen nicht nur beim Zugriff auf fremdes Gut die Verhaltensweisen. Leer gehen wir aus, als wir uns das Kaufhaus am Rosenthaler Platz Nummer 1 zum Ziel nehmen. Drinnen wuseln Klauinteressenten herum. Es war aber so gut wie alles schon ausgeräumt. In den zerschossenen Schaufensterrahmen sitzen ein paar Russen. Die schießen auf einmal in die Decke und lachen herzlich dabei. Jetzt aber raus und weg. Einträglicher ist ein stillgelegter U-Bahn-Schacht, zu dem eine Treppe in einen Hinterhof hinabführt. Es hieß, da sei ein Depot von Wehrmacht oder SS. Tatsächlich liegen aufgerissene Pakete und Flaschenkisten in Regalen. Als wir zum ersten Mal wieder nach oben kommen, hatten wir Marzipanartiges und einige Beutel mit Tütensuppen erwischt. Die bringen wir problemlos an den Russen vorbei, die im Hof das Rauf und Runter beobachten. Hatte jemand eine Flasche mit Etikett im Arm, winken die den raus und nahmen ihm die Beute ab. Wir und andere lernten schnell. Man nahm einen nassen Lappen mit hinunter und rieb das Etikett ab. Nackte Flaschen durften oben eine ganze Weile passieren. Ich könnte vielleicht mal dem Unterwelteverein raten, dieses Depot vielleicht mal zu suchen. Einiger Rosenthaler Platz, da steht jetzt nur neue Häuser, wahrscheinlich findet man es nicht mehr. Vorhin erwähnte ich schon mal den Berlin-Marathon. Zuletzt lief ich den, also 2015, im zarten Alter von 80 Jahren. Daraus und aus anderen Lauferfahrungen entstand der kleine Gedichtband Marathon, ein ernstes Spiel. Man muss ja immer Reklame machen. Einige der Erlebnisse, die ich Ihnen heute schilderte, wurden in dem Gedicht Berlin-Marathon verarbeitet. Dieses Gedicht möchte ich Ihnen jetzt kurz mal zu Ohren bringen. Den satten Rasselschlag der Sammelbüchse. Ich habe ihn noch im Ohr. Und eine kleine Spende für das WAW geht mir geläufig von der Zunge. Die Sonne schien, die Trümmer waren noch zu zählen. Man gab mir gern, ich war ein süßer Pimpf. Nur wenig später war die Sonne weg und alles lag in Trümmern. Der schwarze Schneematsch passte gut dazu. Da lag ein Panzer eingebrochen in einem U-Bahn-Schacht. Aus einem halb krepierten Pferd schnitt man sich Fleisch. Mit seinem Stumpf beschwört mein Einbein-Vater die Kalaschnikow. Der Mann aus Erde hinter ihr grinst, du Kamerad. Kurtchen und ich daneben machen staunend runde Augen und blasen später Papyrossi-Kringel in die Nacht. Die Völker der Welt blickten damals schon auf diese Stadt, des Endes der Geschichte herzlich froh. Und 7 Jahrzehnte später, jetzt, und was ist jetzt? Jetzt laufe ich Marathon durch mein Berlin und fühle ganz und heiß mich als Berliner. Es fürchtet sich ja nicht, dass in den Marathonbüchlein nur ernste Gedichte sind. Eins geht zum Beispiel so: Vor dem Start ist nach dem Training Ankunft nur ein Hoffnungswert. Erst ein Tiger, dann ein Hering. Selten läuft es umgekehrt. Das geht vielleicht bei manchen Vorhaben, die man hat, auch. Ein anderes Gedicht ganz kurz noch. Ich weiß nicht, bei Marathon muss man trainieren und ist Askese. Ne? Und da das Gedicht geht dann so, ich soll es auch nicht übertreiben. Wein am Abend, Sex am Morgen, bereiten dir beim Laufen Sorgen. Doch was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Kehren wir doch wieder hier ins etwas Ernstere zu. Unsere Nummer 68 war zwischen Linienstraße und dem kleinen Dreieck der Rosen. Das Rosenthaler und kleine Rosenthaler bilden, das einzige Haus, das auf dieser Straßenseite noch einigermaßen, wenn auch halbiert, stand. Alle anderen zeigten als Ruinen ihre ausgebrannten Fensterlöcher und lagen da als Trümmerhaufen. Da stöberten wir durch
und spielten darin bald wieder unsere Spiele. Überall lagen weggeworfene Waffen und Munitionsreste. Ein Trupp russischer Soldaten sperrte unser Revier ab, holte Leute aus den Kellern und Wohnungen und ließ von denen das Zeug zusammensammeln. Auf dem Rosenthaler Dreieck stand ein Pissoir, das wurde zum Waffendepot umgewidmet. Gewehre, Maschinenpistolen, Panzerfäuste, Munition für alles und jedes stapelte sich darin schließlich bis zur Decke. Davor postierten sie zwei Muschiks als Wache. Muschik, fast ein Kosename für den russischen Soldaten, ähnlich wie die Bezeichnung Lanzer für den Deutschen. Später schaffte man den Inhalt des Gehäuses weg und Männer konnten sich daran wieder diskret erleichtern. Heutzutage füllt ein gläsernes Bürogebäude das komplette Dreieck aus. Auf Gewehrmunition waren wir Jungs besonders scharf. Wir testeten sie an der Backsteinmauer vom alten Garnisonfriedhof. Erster Schritt. In eine Mauerfuge wird ein Loch gebohrt. Dann hinein mit dem Vorderteil von dem Geschoss. Und schließlich mit der linken Hand einen Nagel hinten auf die Zündung platziert und mit einem Stein in der rechten draufgeschlagen. Das krachte schön. Es spritzte rum und die Mauer wurde perforiert. Nach zwei oder drei Tests in dieser Art hieß es, ganz rasch verduften, also nichts wie rein in die Häusertrümmer. Keiner von uns wurde erwischt. War das schon fast ein Wunder, so das Ausbleiben jeder Verletzung ein noch größeres. Anfang der 90er Jahre waren in der Mauer noch Einschusslöcher, Geschossreste und damit die Beweise für meine Story zu erkennen. Meine Frau hat es gesehen, ich habe es ihr gezeigt. Jetzt sind die Ritzen ausgepichtet. Aber man kann's, haben wir eins gesehen, wo also ein runder Stein reingeschleckt war. Siehst du, gibt es also immer noch. Keinen Beweis kann ich dagegen für die nächste Erinnerungssequenz vorweisen. Anfang Mai 45 stehe ich mit einem Eimer in einer Warteschlange, durchweg Frauen, vor einer öffentlichen Wasserpumpe in unserer Straße. Wir versteckten uns nicht mehr im Keller, sondern lebten wieder in der halb zerstörten Wohnung. Wasser lief da noch nicht, man musste es von draußen holen. Ein russischer Soldat kommt auf dem Fahrrad an der Schlange vorbei. Die Kette springt ab. Er stellt sich neben das Rad, packt sie mit Händen an Lenker und Sattel, blickt zu der hängenden Kette runter, er flucht, tritt gegen das Rad, schmeißt es hin und verschwindet zu Fuß. Die Frauen hatten sich abgewendet. Es war für sie in diesen Tagen nicht ratsam, einen Russen anzuschauen. Ich mit dem leeren Eimer hin zum Rad, stelle es auf, hänge den Eimer an den Lenker und fahre, auf einer Pedale stehend, rollermäßig nach Hause. Das Rad wird mühsam das eine Stockwerk hoch in die Wohnung geschleppt und sich darauf gefreut, es wieder in Ordnung zu bringen. Heinz kommt aus seinem Zimmer, sieht das Rad und fragt, wo ist denn das her? Ich erkläre es, er findet das gut und konfisziert die Beute. Er hat in den Tagen danach die rechte Pedale abgeschraubt und dafür ein Winkeleisen festmontiert. Über die linke Pedale kam ein Drahtbügel und so fuhr er dann auf dem Rad dahin, mit seinem intakten linken Bein die Pedale runtertreten und hochziehend und die Prothese stand rechts ruhig auf dem Winkeleisen. Das Ganze sah richtig gut aus. Form follows function. Zum Abschluss noch eine Episode, die veranschaulicht, wie Vergangenheit auf einmal in die Gegenwart hineinkommt. Wir hatten vorhin die Geschichte mit dem Foto von der Kanone und jetzt kommt noch etwas anderes und ließ mich auch das Frühere mit einem völlig neuen Blick auf einmal betrachten. Dazu vorher ein Schluck Wasser. Es wird 1945 in der zweiten Jahreshälfte gewesen sein, dass mein Vater heiratete. Von der Braut kannte ich bis vor kurzem nicht viel mehr als den Namen Ruth Rechnitzer. Ein junger Mann von 31 Jahren mit nur einem Bein. Er war ein Schwerverwundeter, von denen es Zehntausende gab.
Eine Frau gefunden zu haben, die ihn angesichts des Handicaps mochte, stärkte sicher seinen Lebensmut. Das böse Wort Krüppel wurde zwar selten ausgesprochen, aber oft gedacht, wohl auch von ihm. Ruth Rechnitzer, Berlin, gab ich bei einer der letzten Korrekturdurchsichten bei Google ein. Wurde weitergeleitet zum United States Holocaust Memorial Museum und dann zum Benjamin and Vladka Mead Registry of Holocaust Survivors. Dort als Überlebende verzeichnet Ruth Rechnitzer, Birthdate 1925, Birthplace Berlin, Married Name Ruth Franke. Weitere Angaben vermitteln, dass sie als jüdische Zwangsarbeiterin bei der Elektrofabrik Erich und Grätz in Berlin schuften musste. Die Erkenntnisse verschlugen mir den Atem. Wie gelang es ihr, der Vernichtung zu entgehen, als die jüdischen Menschen 1943 von der SS aus der Fabrik herausgeholt wurden? Wann und wie in Berlin lernte sie nach Kriegsende meinen Vater kennen? Worüber sprach sie, die Holocaust-Entronnene, mit ihm, dem ehemaligen SA-Mann? Im November 1938, Reichspogromnacht, war sie ein 13-jähriges Mädchen gewesen und er wahrscheinlich in Berlin aktiv dabei. Was erhofften sie sich nach ihrer Heirat vom gemeinsamen Leben? Es blieb ihnen nur ein knappes Jahr, bis er starb. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wie diese biografische Erinnerung bei mir eingeschlagen ist. Dazu zum Schluss auch ein Gedicht. Ruth Rechnitzer. Zuerst die Fakten. Geboren 1921 in Berlin. Mit 16 Jahren als Zwangsarbeiterin bis 1943 bei Erich und Grätz in der Reichshauptstadt. Wie bist du dann als Jüdin dem Vernichtungsfuhrer der SS entronnen? Was brachte dich zur Heirat mit meinem Vater, dem Ex-SA-Mann? Worüber habt ihr wohl gesprochen? Was ersehnt? Sein Leben endete 1946 und deine Spur verlor sich. Wie tief ist meine Trauer? Danke Ihnen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da anknüpfen soll, weil Sie gesagt haben, Sie haben kein Trauma. Und ich glaube schon, dass es sehr bewegend ist, nach so vielen Jahrzehnten solche Quellen zu finden. Und ich muss auch sagen, ich bin da auch sehr stolz, dass der Robert Ihnen da geholfen hat und dass er immer sehr offen mit seinem Recherchematerial umgeht. Lieber Robert, ich weiß, dass manches Foto $100 kostet, ja, aber wenn ich eben sehe, was er für eine Freude dann macht und dass Sie eben auch sozusagen von ihrem Zuhause her aus diesem Zeitraum was finden. Ich weiß jetzt nicht, Sascha, ob wir Fragen haben aus dem Vereinspublikum. Kannst du schon was lesen? Es sind nur die Begrüßungsformeln. Alle sind sicher sehr beeindruckt erstmal. Ein bisschen im Moment durchatmen und überlegen. Okay. Vielleicht sprechen wir noch mal über das ein oder andere,
Und das entwickelt sich. Also noch gibt es keine Fragen. Das ist bei dem Format auch eher ungewöhnlich erstmal. Ja. Dann würde ich vielleicht, Herr Franke, mit einer Frage von mir anfangen. Ja. Und zwar hatten Sie so berichtet gehabt, dass Sie zum Brandenburger Tor gelaufen sind. Als 9,5-Jähriger interessiert man sich natürlich für die Technik. Und in den letzten Kriegstagen ist ja die Ost-West-Achse als Flugbahn benutzt worden. Haben Sie da irgendwas gesehen von den Flugzeugen her oder war da irgendwas, was so Ihnen aufgefallen ist? Ich habe also nur gesehen, dass auf den Linden bis zum Brandenburger Tor dieses große Netz da oben da war, mit so Tannenspitzen, kann man sagen, um diese Achse ein bisschen zu kaschieren. Ja. Das andere war frei. Also nach dem Brandenburger Tor bis zum Siegessäule, da war gar nichts. Da habe ich aber nichts in Erinnerung. Da haben Sie nichts in Erinnerung. Und unmittelbar nach dem Kriegsende sind Sie da auch mal so in die andere Richtung rübergelaufen. Alexanderplatz ist ja nicht weit und Sie haben ja selber gesagt, man hat ja immer ein bisschen geguckt und ob man irgendwie was findet. Oder war das zu gefährlich, im Mai sozusagen da hinzulaufen? Ja, es war folgendes. Also wir hatten ja das Hotel gehabt und das wurde übrigens wieder dann relativ schnell, das Resthotel, in Funktion genommen. Und das war damals eine sehr gute Sache, weil da natürlich dann nicht bezahlt wurde, sondern mit Nahrungsmitteln bezahlt wurde. Ne? Deshalb hatten wir also da gar nicht so großartig zu hungern gehabt. Und der Mann von der Schwester meines Vaters, die hatten ein Haus in Dahlem gehabt. Und das wurde dann die amerikanische Besatzungszone. Mhm. Und dann hatten wir dazu mehr Beziehungen gehabt als in diesem russischen Teil. Mhm. Ja. Übrigens auch noch eine andere Erinnerung, die ganz vielleicht auch noch bemerkenswert ist. Da gab es ja dann auch, brach dann Typhus aus und solche Sachen. Und meine Großmutter, bei der ich da lebte, die bekam auch, hat den aber mal überlebt. Und da wurde die dann damals, wie heißt das Krankenhaus, an Sophienstraße? Hedwigskrankenhaus. Wurde die also abgeholt. Und zwar kam man da mit so einer Karre, die hatte vier Fahrradräder. Dazwischen war eine Bahre, über der war dann so ein Gummizug drauf, wo man sich mit bedecken konnte. Und da wurde die damals, was ich, alte Frau natürlich, drauf festgezurrt und dann per Hand durch die Trümmerstraßen da in das Krankenhaus reingebracht. Ne? Mhm. Also nichts mit Tatütata und Krankenwagen und dergleichen mehr. Ja, ja, also was mir dann noch als weitere Frage einfällt, Sie konnten sich ja noch sehr gut an Ihre Spielkameraden erinnern. Da haben Sie doch bestimmt auch nachgeforscht, was aus Ihnen geworden ist. Ja, das ist ganz kurios. Ja. Folgendes, wir waren während der DDR-Zeit mal da und sind in das Haus reingegangen. Und dann wohnten andere Menschen da in unserer Wohnung, da war also noch keine Besetzung und wir hatten also dann Bohnenkaffee aus dem Westen mitgebracht, das war ein ganz tolles Geschenk, Schokolade. Und haben dann gefragt, was ist aus dem denn geworden? Es gab also zwei Freunde, der eine war also Kurtin Geisendorf und der andere war Bubi Schüler. Der Bubi Schüler, der war Katholik, das war damals ein richtig so ein Exot, ne? Wir waren also alle bei irgendeiner anderen Truppe. Und Kurtin Geisendorf, der war also ganz cleveres Kerlchen. Dann habe ich die gefragt, die Frau, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, was ist aus denen eigentlich geworden? Da sagte die, ja, Herr Franke, Kurtin Geisendorf ist leider im Knast gelandet. Und zwar, warum denn? Ja, der hat also nicht politisch, war ja damals DDR, sondern der hat also Güterwagenbrüche gemacht. Ne? Mhm. Und der Bubi Schüler, der war bei der Volkspolizei Offizier geworden. Also auch so ein Kontrastprogramm. Sehr spannend. Ja, ja und ich muss natürlich auch sagen, ich kenne so ein bisschen die Gegend, weil ich ja auch einen zweiten Zeitzeugen dort, Günter Birnbaum, auch einige kennen ihn vielleicht von den Seminaren her. Und Günter ist Jahrgang 30. Und ich muss noch dazu sagen, er lebt noch,
Allerdings ist das Problem, er war immer sehr kommunikativ gewesen und hat einen Schlaganfall bekommen und kann sich nicht mehr artikulieren. Und das ist eigentlich so schade, wenn man so einen Menschen erlebt, der immer gern erzählt und so. Und er hatte auch ein schwaches Herz für die Damen gehabt und so. Und mir sind da die Interviews unvergesslich, wenn er mir immer so Liebschaften erzählt hat und seine Frau aus dem Hintergrund immer gesagt hat, war nicht löschen, das träumt ja nur und sowas. Aber er hat natürlich auch von dieser Gegend eben erzählt, wie die kaputt waren und auch dieser Geruch, auch wo sie erzählt haben. Aber ein bisschen muss ich schon nachhaken. Also mit 9,5, da haben sie doch auch gewusst, wenn mich so eine Kugel erwischt. Also waren Sie da in dieser kritischen Phase? Man kann ja so sagen, die Rote Armee war so 28., 29. April ran und da konnte man ja eine Woche lang nicht raus aus diesem Keller. Und oder haben Sie da immer heimlich mal um die Tür geguckt und was also los war in den Straßen? Ich habe nur eine Sache vor Augen, das war es, bevor die Russen kamen, wo also Bombenangriffe waren. Ne? Mhm. Und die gingen ja so über die Stadt weg. Man konnte sehen, aha, jetzt schlägt er da hinten ein, dann wandert es weg. Und wenn es dann weggewandert war, ging man raus. Und da bin ich also mit Kurtchen, mein bester Freund damals gewesen, sind wir raus und haben geguckt. Es war also ein fantastisches Bild. Also da hingen dann diese Markierungs-Weihnachtsbäume in der Luft, wo sie also die Abwurfflächen markiert haben. Und es war die Flak, die schoss darauf und es war, also da fehlte nur noch von Beethoven oder irgend so eine Melodie, um das wirklich also als beeindruckendes Schauspieler zu machen. Ne? Und während der eigentlichen Endkämpfe, da, gut, wenn die dann, als sie nah waren, dann bin ich natürlich nicht raus. Mhm. Aber als wir da mit dieser Kanone das gesehen haben, hatten die eine Kampfpause gehabt. Mhm. Übrigens, die Kanone die stand so, dass sie die Brunnenstraße auf hätte schießen können. Mhm. Und das okay, ist auch wichtig, ja. Und Sie hatten dann noch von dem Hermann, hatten Sie genannt, der ja ein bisschen älter war und... man war ja auch, wenn ich das mal aus meiner Sicht sagen darf, so ein bisschen fanatisch erzogen in der Schule. Und einige haben sich sozusagen noch als Melder freiwillig zur Verfügung gestellt. Und weil sie sagten, der hatte ja Uniform gehabt, Hitlerjugend und haben die Eltern gesagt, du bleibst hier oder also, ist er noch... Also mich hat es ja gar nicht mal getroffen, weil ich zu jung dann war. Ja, ne? Ich meine jetzt den Hermann. Der das weiß ich nicht. Also er war so ein lockerer Freund. Ich weiß nicht, wie alt der Eltern, den kannte ich also gar nicht. Ne? Okay. Aber der war sich ganz gut dabei. Jedenfalls sehr stolz da auf seine Ausrüstung und so. Ne? Ich weiß noch, dieses Fahrtenmesser hatte oben so einen schwarzen Griff. Und eingefügt war so eine Raute, da war halt Hakenkreuz dann drin. Ganz tolle Angelegenheit. Und Sie hatten da auch den Weg irgendwie beschrieben in den Luftschutzkeller von der Schule aus in dieses eine Haus. Was sind da so für Erinnerungen? Die Pfeile nach unten im Keller. Wie war das ausgestattet? Ja, ich meinte, war an sich für uns dann irgendwo automatisiert. Auf die Pfeile achtete man gar nicht mehr, weil man genau wusste, da musste es da eigentlich irgendwo hin. Und natürlich stand überall so ein Pfeil, wenn auch was ich irgendwelche anderen Leute in der Gegend waren, die da was kaufen wollten. Und plötzlich war was, mussten die wissen, wo sie reinkommen. Jedenfalls bei uns unten in den Keller war von vornherein, das hatten offenbar alle diese als Luftschutzkeller aufgerüsteten Kellergeschosse, so Durchbrüche ins andere Haus, wo also nur eine ganz dünne Ziegelfüllung war, die konnte man schnell rausschlagen, dann konnte man durch dieses Loch ins andere Haus rein. Ne? Und die U-Bahn selber als Schutz, war das jetzt gar nicht so? Also bei uns da nicht. Dass sie rein sind? Da waren wir nicht, wir waren nur in unseren Kellern. Ne? Und ich muss jetzt ein bisschen passen mit dem Wasser. War das da auch in der Rosenthaler Straße U-Bahn-Bereich? Habe ich nur später drüber gelesen. Aber nicht wahrgenommen. Nein, nein. Also einfach nicht reingegangen, weil das zu gefährlich war und sowas. Und wenn Sie das so schildern mit dieser Munition in der Wand, da gibt es ja auch Erwachsene, die sagen, hört dann auf mit dem Unsinn oder
Erwachsene haben sich um uns nicht gekümmert. Die hatten andere Sorgen gehabt. Mhm. Ganz einfach. Die waren froh, dass wir beschäftigt waren. Ich hatte, habe ich im Buch auch geschrieben, ich hatte einen Offiziersrevolver gefunden. Mhm. Der war so vergoldete Bronze oder irgend sowas, also mit Elfenbeingriffen und 6 Schuss Munition drin. Und ich hab natürlich nicht damit geschossen, nur gespielt, aber hätte natürlich irgendwas passieren können. Ich weiß das nur, wir hatten, damals gab es ja so diese Kinderlandverschickung. Das heißt, während des Krieges war ich dann mal in Schlesien und mal, glaube ich, in Ostpreußen, so dann 3 Monate und kam dann wieder in die Stadt. Ja, ja. Und da war ein, einer, der auch Soldat war, der war in Urlaub, dort in Schlesien war das gewesen, und der kam dann aus irgendwelchen Gründen nach Berlin, ich weiß nicht mehr wo und weshalb, bei uns in die Wohnung rein. Und dem zeigte ich den Revolver. Und der sagte, oh ja, das ist ein tolles Teil. Der war irgendwie, der war verwundet, hat irgendeine Hirngeschichte gehabt. Ne? Das hat er den Krieg auch Gott sei Dank früh beenden können. Und der stellte sich an unser Küchenfenster und schoss dann oben über die Häuser weg. Hätten die Russen das also dann mitgekriegt, ja, dann wäre sofort der Russen geworden. Ja, 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 nix. Und seitdem wusste ich, ah, der schießt nördlich. Ne? Ja, 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 ja. Ja, Sascha, kannst mich jederzeit unterbrechen? Ja, mache ich jetzt mal. Ich hoffe, dass das Saalmikrofon hier funktioniert, man mich hören kann, ohne dass es zu sehr stört. Es gibt ein paar Rückmeldungen. Also zunächst mal sehr viel Lob, toller Vortrag. Nicht nur technisch, schreibt Daniel, sehr bewegend, wirklich ein toller Vortrag, schreibt auch Robert Kraska, und er schiebt eine Frage hinterher, die ich einfach mal vorlese. Denkt Herr Franke oft an die Vergangenheit und an seine Kindheit? Es ist ein passender Thema, nicht ständig, aber es kommt immer wieder zur Sprache, weil ich habe also 9 Enkel. Eine Enkelin ist heute noch dabei, und das ist auch unter uns ein Thema. Und zwar deshalb, es ist immer die Frage, gibt es eigentlich aus den eigenen Erlebnissen grundsätzliche Erkenntnisse, die man weitergeben sollte? Und da bin ich schon der Meinung, ja. Und dass man nicht erzählt, was war, sondern auch deutlich macht, es gibt kein dusseliges Wort, als Dinge sind unumkehrbar. Das alles kann wieder passieren. Alles. Und nicht irgendeiner Welt, sondern hier bei uns. Und wenn wir nicht das Bewusstsein haben, schon als Jugendliche sich zu engagieren, die Dinge richtig zu sehen, dann öffnet man dem Tür und Tor. Und auch aus dem Grunde ist also nicht eine nostalgische Veranstaltung bei uns. Das ist bei uns eine, wenn die Gelegenheit sich bietet, anknüpfend an Aktuelles, egal wo es in der Welt passiert, zu sagen, sagen wir mal froh, dass es jetzt da passiert und nicht hier. Schändlich, dass es da passiert, das ist klar. Dankeschön. Ich schiebe mal noch eine Frage nach. Jetzt bin ich hier wurscht. Daniel Sturm fragt, hat er damals mitbekommen, dass nach Feiglingen und Verrätern, also Soldaten, Männer, Kinder, die einfach nicht sterben wollten, meint er jetzt als Spitze noch, gesucht wurde und es denen nicht gut erging? Das habe ich alles erst hinterher festgestellt. Während der Zeit nicht, bis also welche da gehängt worden sind, oder standrechtlich erschossen worden sind. Das weiß ich erst nachher rein. Ist mir nicht begegnet. Ich hatte das Mikrofon noch zu. Könnten Sie noch ganz kurz die Antwort wiederholen? Ja, habe ich selbst damals nicht selbst miterlebt, erst hinterher drüber gelesen und das erfahren. Genau, ich muss hier immer hin und her schalten, damit wir kein Echo haben. Er hat noch eine Nachfrage. Wie war es mit der Angst um Sie selber? Vielleicht hatte ich während der Zeit Angst. Ich habe die Angst aber heute nicht mehr präsent. Also ich habe als Erinnerung eigentlich mehr spannende Erlebnisse.
Gut, dieser Bombeneinschlag im Haus, das war also sicher nicht lustig. Und das war sicher auch nicht spannend. Ne? Also objektiv gesehen sowieso nicht. Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass ich da Angst gehabt habe. Aber die habe ich nicht abgespeichert. Genau, das waren erstmal die Fragen. Vielleicht gibt es noch was aus dem Publikum. Dann gehe ich mit dem Mikro mal rum. Mir fällt noch eine Frage ein. Moment, ich muss immer das Mikro erst umstellen. Das ist das Problem, oder? Okay. Und das war ja gerade der Schluss war ja auch sehr bewegend und deshalb warte ich jetzt auch ein bisschen. Sie hatten ja dann über die Ehefrau recherchiert und wenn ich mir jetzt richtig erinnere, vielleicht kann mir das Publikum helfen, Ernst Grawert war die Firma. Und Sie haben das ja über dieses Holocaust Memorial recherchiert. Aber so wie ich Sie jetzt kennengelernt habe, haben Sie ja bestimmt auch in Berlin bei dieser Firma irgendwie nachgeguckt und sowas. Ja. Sind Sie da recherchemäßig weitergekommen? Die Firma, weil Sie kennen vielleicht nur die Marke Graetz. Ne? Graetz, also Erich und Graetz heißt es. Die haben ja nach dem Krieg haben die auch noch Elektrogeräte und Fernseher und Radio und sowas. Die haben wahrscheinlich in der damaligen Zeit, Flaggscheinwerfer oder sowas produziert. Ich habe mit dem jüdischen Museum hier Kontakt aufgenommen. Ich habe den Namen des Herrn jetzt nicht mehr im Kopf, der dort einen bestimmten Bereich leitet. Und der hat ein Buch geschrieben über diese Überlebenden, gerade bei Erich und Graetz. Da bin ich dann drauf gekommen, mich damit mehr zu befassen. Also mit der Firma selbst, das weiß ich jetzt aus diesem Buch. Aber es ist wirklich also eine sehr interessante Geschichte, dass die junge Frau überlebt hat. Es gab ja so eine sogenannte Fabrikaktion, wo sie die alle rausgeholt haben. Und also einige waren so helle und haben wirklich also sich unter Mülltonnen versteckt irgendwie. Also das ist wirklich ein großer Zufall und dass die junge Frau dann auch in Berlin geblieben ist. Also bei dieser Firma waren gut 500 Zwangsarbeiter, fast alles jüdische, beschäftigt. Und von denen haben so etwa 50, 60 überlebt. Wie auch immer. Keine Ahnung. Die sind untergetaucht oder in Trümmern gelebt oder... Ne? Und Ihr Vater dann, Sie sagen ja, dass er Kriegsinvalide war, aber wie sah der Tagesablauf von ihm aus? Er wird ja schon... Mein Vater spielte Klavier und Akkordeon. Und das Fahrrad war deshalb für ihn sehr nützlich. Er hatte dann nicht nur für sein Bein da so ein Eisen angemontiert, sondern vorne... eine Halterung, in der dann sein Koffer mit dem Akkordeon drin war. Und damit fuhr er rum und hat, was ich, bei Russen, Amerikanern, wo auch immer, in deren Bars dann gespielt. Denn normale Berufe gab es damals nicht. Also er war eigentlich von Haus auch aus Buchhalter, aber die Bücher waren verbrannt und zu halten gab es nichts. Ne? Ja. Gut. Vielleicht noch ein Punkt, vielleicht, weil wir darüber gesprochen haben. Vergewaltigung in der Zeit. Ne? Meine Großmutter hat eine Freundin gehabt und die haben dann abends immer so einen Plausch gemacht, so bei Kerzenschein und so Muckefuck, wie der damalige Kaffee hieß, getrunken. Und wir hatten in dem Hotel so zwei Mädchen gehabt, die die Wäsche gewaschen haben und die Zimmer auch, ne, und so weiter. Und ich schlief, wir haben ja dann sehr eng gewohnt, also ich schlief mit meiner Großmutter in einem Zimmer und in diesem einen Zimmer, weil die anderen als Hotel genutzt wurden, war es das Gespräch meiner Großmutter mit ihrer Freundin. Und die meinten wohl, ich schliefe und unterhielten sich dann auch über Vergewaltigung. Nicht ihre eigene, sondern die von den Mädchen. Und sprachen dann, weil sie doch vielleicht fürchteten, dass ich zuhören könnte, sprachen die müssen wieder zum Kartoffelschälen.
mir und Gurtje war völlig klar, was damit gemeint war. Denn die Mutter vom Kurtchen und der hat auch eine ältere Schwester gehabt, die wurden vergewaltigt. Das hat Kurtchen klar mitgekriegt. Und natürlich haben wir darüber gesprochen, wie Jungs so sind. Also jetzt diesseits von Pubertät. Uns war völlig klar, was da los war. Hat uns aber nicht bewegt, muss ich sagen. Wir haben nicht gesagt, wie schrecklich, weil wir gar keine Vorstellung hatten, was das ist. Ne? Es war mehr so eine, aha, da passiert irgendwas ganz Schreckliches, irgendwie so, aber ohne, dass man dann irgendwie Detail da wusste. Aber war, wie gesagt, 9-Jährige, 10-Jährige wussten da Bescheid. Mhm. Also dadurch, dass Ihre Großmutter ja oben im Zimmer dann war, dann hatten Sie ja eigentlich auch ziemliche Freiheiten, waren ja eigentlich schon ziemlich, sage ich mal in Anführungszeichen, selbstständig, ja, so mit 10. Also ich kann nur sagen, ich war die freieste Zeit meines Lebens. Ja, ich hoffe, Sie sind glücklich verheiratet, ja. Gut. Ja, gerne. Ich hätte gerne noch drei Fragen. Von der Frage herausfinden, ob auch Rechtsnetzer Geschwister beziehungsweise das ist ganz spannend, kann ich Ihnen sagen. Mit ihr zusammen hat auch ihr Vater und dessen Bruder überlebt. Die sind zu dritt irgendwo durchgekommen. Wo die dann abgeblieben sind, weiß ich nicht. Ich bin aber mit der Familie Rechnitzer, habe ich mich weiter beschäftigt. Und zwar folgendes. Es gibt einen Brief von meiner Großmutter, nachdem mein Vater gestorben war und die Ruth Rechnitzer sich irgendwie aufgelöst hat. Keine Ahnung, wo die, meine Stiefmutter eigentlich, wo die abgeblieben ist. Schreibt meine Großmutter an den Bruder meines Vaters, der woanders lebte, und hatte doch die Ruth in den USA, ich glaube, 36 Verwandte. Und sie hatten schon die Karten, um von Bremerhaven in die USA rüberzufahren. Und das hat nun alles nicht geklappt. Dann habe ich eingegeben, Familie, also den Namen Rechnitzer USA. Stoß auf einen, den Namen habe ich jetzt hier nicht präsent. Einen Ingenieur Rechnitzer, der in New York war. Das war der Bruder von dem Vater von der Ruth Rechnitzer. Der hat zuerst in Berlin Ingenieurwissenschaften studiert, ist dann von Berlin nach Berlin gegangen, hat da weiter studiert und hat in den 20er Jahren irgendwie sein Examen gemacht und hat Erfindung gemacht. Hat gesagt, in Deutschland habe ich dafür gar keine Chance, ist in die USA rübergegangen. Hat diese Erfindung zum Patent angemeldet. Das Patent habe ich rausgekriegt, hat die Nummer so und so. Es ist einer der ersten maschinengetriebenen elektrischen Rechner. In dem Bericht über ihn steht aber drin, he was a brilliant engineer, but a bad businessman. Das heißt, er hat pleite gemacht. Ich habe mir jetzt zwei Sachen vorgestellt. Mein Vater wäre mit der Ruth Rechnitzer in die USA. Hätten die vielleicht mich dann als Sohn irgendwann in die USA genommen, wäre ich Amerikaner geworden. Ich hätte das richtige Alter gehabt, um in den Vietnamkrieg zu gehen. Und wäre dann heute vielleicht ein Veteran und werden ein überzeugter Trump-Wähler geworden. Was man so in den eigenen Köpfen kriegt. Oder der wäre nicht ein Bad Businessman gewesen, wäre seine Maschine in Silicon Valley, dann hätte ich vielleicht heute, was ich, eine Riesenfirma mit Milliarden zur Verfügung. Wie Leben so laufen kann. Ne? Ja, ja. Nächstes Leben. Ja. Weitere Fragen? Oh doch, da kommt noch einer. Moment, da muss ich wieder umschalten. Bitte kurz warten. Burkhard Siefert, vielen Dank, Herr Franke, für Ihren wirklich sehr berührenden Zeitzeugenbericht, schreibt er hier. Nee, das war also nur ein Dank und viele Danksagungen vorab, die ich teilweise schon verlesen habe. Ich will noch, bevor Jürgen sicher das Schlusswort sprechen wird, noch eine Statistik geben, wie immer. Wir hatten heute 84 Zuschaltungen.
Und Sie haben zwar nicht den Besucherrekord, den Zuschauerrekord gebrochen, wollte ich sagen, aber Sie haben einen anderen Rekord aufgestellt, und zwar den für die Daumen hoch mag ich Bewertungen. 7 hatten wir noch nie, die von außen gesagt haben, das war mit einem Daumen ein toller, berührender Vortrag. Vielen Dank. Ja, Herr Franke, bei uns ist es immer so üblich, dass der Referent oder Referentin oder der Gast oder Gastin, ja, Gästin, Gottes Willen, ja, guck mal, wie schwierig das ist. Genau, und ich habe Ihnen also ein Buch hier ausgesucht, Operation Walküre zum 20. Juli 1944, und es war einfach nur vom Gefühl her, und da dachte ich mir, dass ich Ihnen eine Freude mache. Herzlichen Dank. Und es gibt noch ein ganz spezielles Geschenk, was wir 2015 gemacht haben, also zum Kriegsende. Das ist also eine Postkartenserie, und da hat also der, das muss ich selber schauen, das ist also auch ein Künstler, der sozusagen die Jahre danach nochmal die markanten, Sie sehen es ja schon, das Schloss, ja, und schön, das Brandenburger, ja, Tor, 33, 45, 46. Und da haben wir also die Rechte davon erworben und haben hier nochmal so eine kleine Postkartenserie gemacht. Das wollte ich Ihnen also als Geschenk ganz herzlich überreichen, Dank. Herr Franke. Danke. Ja, und ich möchte eine Sache jetzt nicht vergessen, und zwar der Herr Franke war auch so lieb und hat hier ein 10 Bücher mitgebracht, Rosenthaler Straße. Es ist natürlich jetzt schwierig, diejenigen, die jetzt nicht persönlich im Raum anwesend sind, aber ich werde es also so machen, dass ich also das übernehme, die 10 Bücher, und wer so ein Buch haben will, kann sich also bei mir melden. Sagen Sie auch einen Preis dazu, Herr Franke? 1950. 1950, ja. Also wer sozusagen von den Vereinsmitgliedern daran Interesse, Interesse hat, ja, Entschuldigung, ich bin kein Profi, und 1950, ja, sehen Sie, dann müssen wir da hinlachen und sowas, ja, also mir einfach eine E-Mail schreiben, und ich übernehme das dann, und dann kann man da also nochmal auch intensiver in dem Buch entsprechend nachlesen. Ja. Gut, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Franke, und natürlich auch an Ihre Frau und den Verwandten, die Sie hier mit unterstützt haben, und dass Sie also den weiten Weg von Düsseldorf hier hergekommen sind. Wobei mit Marathon wird es ja jetzt langsam wieder, aber Sie können ja einen Halbmarathon laufen, das habe ich jetzt auch schon mitgekriegt, dass die wieder anfangen und sowas. Wobei Sie ja auch wissen, dass die ja unsere Wahl behindert haben. Und ja, ja. Die Marathon. Ja, 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 ja. Das ist ja katastrophal, dass schon 16-Jährige dann bei der Bundestagswahl mitgemacht haben. Vielleicht war es ja auch ein Test und so, ja. Aber Sie wissen ja, die Berlin ist eine quirlige Stadt. Ich bin schon die ersten Käuferinnen. Ja, wunderbar, alles klar. Ja, dann vielen Dank an die Zuschauer und die Zuhörer. Und wir hoffen auch, dass am 3. Dezember, glaube ich, ist unser nächster Termin, wenn ich 1. Dezember, wenn ich das so im Kopf habe. Ja, Herr Franke, vielen, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, und Dankeschön auch an die Vereinsmitglieder. Ich sende nochmal Termine ein. Genau. Okay.